Ich wollte doch eigentlich mich mal hier ein bisschen umgucken. Aber... Okay, hier liegt nur so ein bisschen Krimskrams rum. Was war das? Ja, toll. Das ist dann natürlich wieder versaut, der ganze. Ich krieg natürlich eh... Wenn da eh steht, dann sollte... Naja, toll. Dann gehen wir mal rein. Oh. Eine Tür zu. Ah, das geht automatisch. Ach so! Ja, das ist natürlich eine Holztür und die hat natürlich Automatismen, die... da geht die Tür automatisch zu. Alice? Schatz? Alice? Hallo? Alice? Ich bin oben. Ich habe eine Überraschung für dich. Oh, oh, was wird das sein? Oh. Oh. Also, hallo? Ich bin nicht die Überraschung. Sie ist im Arbeitszimmer. Sieh nach. Okay. Na toll. Da hat man sich gerade auf was anderes gefreut und dann kommt sowas wieder. Überraschung! Alice, was soll das? Ich muss dir ein Geständnis machen. Ich hab gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest, dass dir der Ortswechsel hilft. Verdammt, Alice! Du, alle wollen das... Hey, hey, hey! Hör doch mal zu! Es gibt hier einen Arzt, Dr. Hartman. Ich kenne sein Buch. Er hat hier eine Privatklinik, spezialisiert darauf, Künstlern zu helfen. Willst vielleicht... du mich jetzt einweisen lassen? Nein, so war das nicht gemeint. Das ist... Alan? Alan! Lass es! Lass es einfach! Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Gott verdammt! Ich wusste, sie würde mir nicht in die Dunkelheit folgen. Ich brauchte Zeit für mich, um nachzudenken. Verdammt. Alan? Alice. Gott. Alle Lichter ausgegangen. Alan? Ja, ich komme. Hilfe! Alice, ich komme. Alles okay, ich komme. Was war das? Alan, hilf mir! Oh Gott, wieso gehst du auch einfach so raus? Du weißt doch, dass deine Freundin Angst hat. Nein. Alice? Alice! Oh Gott, wo ist sie hin? Oh nein! Wie, oh nein, spring hinterher, ja! Mensch! Immer weiter! Alice? Alice? Nach dem Unfall im Auto aufzuwachen war, wie einen Albtraum gegen den nächsten zu tauschen. Ich wusste nicht, wie ich hierher kam. Ich wusste nur, dass Alice etwas Furchtbares zugestoßen war. Das Telefon war tot. Ich musste zu Fuß Hilfe holen. What the hell? What the hell? Wo sind wir denn jetzt angekommen? Bei Alice Sachen war ein Buch. The Creator's Dilemma. Von Dr. Emil Hartman. Das Buch erinnerte mich an meinen Streit mit Alice. Es gefiel mir nicht und der selbstzufriedene Typ auf dem Einband genauso wenig. Okay. Also, ich weiß jetzt nicht, sind wir jetzt wieder im Albtraum oder wo sind wir hier? Oh. 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 Wir haben einen ziemlichen Unfall gehabt. Also, wir sind ziemlich von der Straße aufgekommen. Die Tankstelle war meine Chance. Da könnte ich telefonieren. Es sah nach einer langen Wanderung durch den Wald aus. Geh zur Tankstelle. Okay. Wir werden es ausprobieren. Mist. Oh Gott, unser Auto. Naja. Den konntest du sowieso nicht mehr reparieren, den Wagen. Das war ein Totalschaden. Na wunderbar. Na, gehen wir mal weiter hier fein gucken. Was ist hier? Das Licht. Hallo? Ah. Wieder so viel Licht.
Hallo? Ist da jemand? Die losen Seiten gehörten zu einem Manuskript mit dem Titel Departure. Das war der Name meines nächsten Romans, den ich nie begonnen hatte. Ich sollte der Autor sein, war es aber nicht. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Hier stand, dass der Held nachts im Wald von einem Axtmörder angegriffen wird. Oh. Na, das hört sich doch fantastisch an. Wir drücken mal F5. Das Titelblatt des Manuskript. Fortsetzen. Hallo, ich hatte auch mehr, oder? Der Mann wandte sich mir zu. Sein Gesicht lag im Schatten. Es war schwer, ihn in der Dunkelheit des Waldes um uns zu erkennen. Die Axt, die er hochhob, war jedoch gut zu sehen. Auf ihr glitzerte das Blut seiner Opfer. Er grinste irre. Die Schatten lebten und verzerrten sein Gesicht. Eine Szene aus einem Albtraum. Doch ich war hellwach. Okay. Also das war's soweit. Fehlende Seite. Okay. So. Dann wären wir wohl... Na? Ich habe jetzt ein bisschen Bedenken. Also ich habe keine Lust auf einen verschrobenen Axtmörder im Wald. Oh. Ist da jemand? Bitte, ich hatte einen Unfall. Klar, ich würde natürlich auch rumschreien. Ich hätte jetzt überhaupt keine Panik, dass irgendwie so ein verschrobener Axtmörder mir die Grübe abhaut. Erreichter Kontrollpunkt. Oh, oh, oh. Die Lichter vor mir waren ein gutes Zeichen. Vielleicht musste ich nicht bis zur Tankstelle laufen, um ein Telefon zu finden. Nö. Wir gehen zu einer Holzfäller. Was ist das? Holzfäller? Irgendwas hier. Naja. Oh. Ja, das war tolle Physik. Also höchstwahrscheinlich müssen wir hier hoch. Das wäre wahrscheinlich das Einfachste, ne? Ja. Na, dann gehen wir doch mal da hoch. Also bis jetzt verfolgt uns noch keiner. Sehr schick. Oh. Hup. Ist da jemand? Bitte, ich hatte einen Unfall. Es sieht nicht sehr belebt aus hier, muss ich mal dazu sagen. Wenn ich jetzt darüber springe, bringt das nicht sehr viel. Ah, wir müssen wohl hier so lang. Also. Hey! Hey, Sie! Wer nicht ein? Ich hatte einen Unfall! Ich brauche Hilfe! Hören Sie, ich muss... Hütten zu vermieten in... Fort! Verdammt! Goldstucky! Wirklich? Erfreut! Eine Anzahlung ist erfolgt! Ehrlich und fair! Oh. Oi, oi, oi. Da, kann ich jemanden untersuchen? Die Thermoflasche nehmen wir mit. Die bringt uns ja was. Ah, man muss gut sein. Erstmal lesen wir uns das. Der Besessene stand vor mir. Ich konnte mich nicht auf ihn konzentrieren, als stünde er in einem toten Winkel, wie bei einem Hirntumor oder einer Augenkrankheit. Er blutete Schatten, wie Tinte unter Wasser, eine Blutwolke von einem Haibiss. Ich hatte Todesangst. Ich drückte wie verrückt auf die Taschenlampe, um das Wesen davon abzuhalten, näher zu kommen. Plötzlich tat sich etwas und das Licht schien heller zu leuchten. Okay. Oh. Oh oh. Oh oh. Ey. Ich muss, glaube ich, da. Ab ins Licht. Ab ins Licht. Oh oh.
Hier rein. Das ist der Bright. Wie shiny. Ich musste hier irgendwie raus. Stucky konnte jede Sekunde mit seiner Axt vor der Tür stehen, wie Jack Nicholson in The Shining. Oh, und zurück liegt wie bei MacGyver eine Pistole da. Und eine Taschenlampe. Während ihres Aufenthalts empfehle ich Ihnen Nogelknochen. Das ist der neueste Trend. Die gesundheitsfördernde Wirkung ist bewiesen. Sie schlagen auf ja. Den Zwei. Polizeiwache Bright Falls, wie kann... Hallo? Na, wunderbar. Und tun gleichzeitig etwas für ihre... Hallo? Ja. Raus. 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 Oh, 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 oh. Oh, raus, raus. Das ist nicht der netteste. Der netteste. Okay, wir haben einen Kontrollpunkt erreicht. Ich denke mal, ich werde jetzt auf die Aufnahme beenden. Der Bulldozer war mit dem Büro über die Klippe verschwunden. Ich hoffte, Stucky ebenso. Hatte aber nicht vor, hier zu bleiben, um es herauszufinden. Ich werde die Aufnahme hier beenden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.